Und jetzt schauen wir wieder Hundephysiotherapeut Ronny Zeller bei der Arbeit über die Schulter. Heute muss Hündin Betty gegen Arthrose geholfen werden. Und dazu setzt der Physio Blutegel ein. Maria Reismüller war dabei. Bello auf Reha, der Physiotherapeut für den Hund. Tapfere Betty. An ihrem Hinterteil saugt ein Blutegel eine ganze Stunde lang. Frauchen Johanna schaut sich die Blutsauger unterdessen mal ganz genau an. Also ein bisschen eklig sehen sie ja schon aus, die natürlichen Schmerzblocker. An der richtigen Stelle angesetzt wirken die kleinen Blutsauger wahre Wunder. Ich versuche halt diesen Knochenfortsatz und genau da soll dann der Blutegel sitzen und saugen. Das nennt man dann Trochanter Major. Das ist das letzte Ende vom Oberschenkel-Halsknochen. Die Blutegel werden in der Apotheke bestellt und dann ganz frisch geliefert. Ich glaube, man nimmt das vielleicht mittlerweile häufiger bei Hunden als bei Menschen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten Menschen ekeln sich viel zu sehr davon. Mein Hund ekelt sich jetzt gerade noch nicht. Aber mal schauen, ich weiß ja nicht, was passiert. Doch erstmal wird Betty rasiert. An vier Stellen kommt das Fell weg. Hier sollen später die Blutegel saugen. Und damit der Blutegel ein bisschen Geschmack bekommt, steche ich die Stelle an. Dann werden die Egel angesetzt. Und los geht's. Angebissen. 20 bis 30 Milliliter Blut saugt jeder Blutegel. Aber darauf kommt es gar nicht an. Der Speichel der Blutegel ist entscheidend. Dieser Speichel enthält Enzyme, die zum einen entzündungshemmend sind, aber auch blutgerinnungshemmend und insgesamt dann eine Schmerzlinderung ergeben, die ungefähr 3 Monate vorhält. So hat die arthrosegeplagte Betty erstmal Ruhe. Und das Beste, die Behandlung tut nicht einmal weh. Sie weiß jetzt nicht, was gerade passiert. An ihrem Hintern würde sie auf alle Fälle aufstehen und versuchen, das loszuwerden. Los wird Betty die Blutsauger ganz von alleine. Wenn die Egel satt sind, fallen sie ab und landen im Glas. Von Bettys Blut können die Egel übrigens ganze 2 Jahre zehren. Und Betty, die hat nun 3 Monate lang keine Schmerzen mehr. Und morgen beim Hundephysiotherapeuten die dreibeinige Angel und Nobbys erste Gehversuche auf dem Laufband.